Hallo zusammen, Servus, Grüezi und Hallo. Mein Name ist Christian Schlegel, es ist heute der 1. August, ich bin aus dem Urlaub zurück. Und, habe ich es nicht im letzten Film gesagt, wenn ich in Urlaub gehe, dann kommt immer Wolle rein. Das war mein letzter Handelstag. Ja, erstmal ordentlich hoch, dann noch ordentlicher runter. Bei mir in meinem Chat, DAX-Trader von Finanzen.net, die Leute veralbern mich schon. Wenn es zu langweilig ist, kommt immer mal wieder so ein Spruch, wann gehst du denn endlich mal wieder in Urlaub? Ich gehe in Urlaub und es ist immer die Hölle los. Dann komme ich zurück und es schläft ein. Können sich doch mal einstellen. Ich glaube nicht, dass es die Volatilität, die wir jetzt zum Beispiel vorgestern hatten, also hier an diesem Donnerstag, dass wir sowas Ähnliches in den nächsten, sagen wir mal, ein, zwei Wochen sehen. Aber naja, gut. Vielleicht ändert sich ja mal irgendwie was. Was ist passiert? Wir kommen näher an den amerikanischen Wahlkampf. Da werden die Töne härter. Das wird immer schlimmer. Mit sowas müsst ihr rechnen. Aber was ist jetzt hier letztendlich passiert? Wir sind über diese 13.000 gegangen. Wir haben hier einen exzellenten Shootingstar. Da sind wir runtergefallen, noch nicht mal ganz genau auf die 200-Tage-Linie. Das ist diese graue hier. Aber wir haben exakt das 50er-Retracement von der letzten Bewegung gesehen. Also auf den Punkt. Das ist bei 12.254 und wir waren, glaube ich, bei 12.254. Also um einen Punkt nicht getroffen. Das ist schon erstaunlich. Dann am Donnerstag ein wenig ruhiger. Das ist aber meistens so. Wenn ein solcher Tag kommt, nach oben oder unten, ist der darauffolgende Tag ziemlich schlapp. Kann man zum Beispiel hier sehen. Ordentliche Bewegung, danach war es nicht so viel. Das passiert ganz häufig. Da muss der Markt erstmal ein bisschen atmen. Die Bänder gehen etwas auf. Das ist für mich noch nicht gravierend. Das müssen sie auch, weil es ist ja Volatilität entstanden. Wenn ich es recht in Erinnerung habe, ist der VDAX bei 27. Das werde ich übrigens, das sei kurz bemerkt, morgen um 12 Uhr mache ich ein Webinar mit der Börse Frankfurt und der Edda Vogt. Ich werde den Anmeldungslink, der geht über die Börse Frankfurt, werde ich unter diesem Video stellen. Das ist nur eine halbe Stunde. Ich hatte mir eigentlich Werte ausgesucht, wie den DAX nochmal, Daimler, Bayer, was war das noch, E.ON und Varta. Um die geht's. Es sei denn, es passiert heute Nacht noch irgendwas Gravierendes, dann werde ich vielleicht noch den einen oder anderen austauschen. Aber ansonsten war das so festgelegt und findet man dann auch auf der Homepage von der Börse Frankfurt. Also die Bänder gehen leicht auf. Das ist für mich nicht im Moment nicht wirklich gravierend. Wir waren unterhalb des Bandes und wir sind wieder reingesprungen. Insofern ist das noch okay. Wir haben nicht draußen außerhalb geschlossen. Die 200-Tage-Linie ist ein guter Support, gar keine Frage. Dieser ganze Bereich, den wir hier hatten von im Juni rum, so von 11.956 bis hoch hier 12.450 ist insgesamt ein Support. Folgendes wird passieren, dass die gleitenden Durchschnitte 10 und 20 Tage nach unten drehen werden. 10 wird unterbieten den 20er gleitenden Durchschnitt. Das würde nur dann nicht passieren, wenn wir morgen am Montag direkt hier drüber schließen. Aber ansonsten gehe ich davon aus, dass passiert. Das ist für Trendfolgehändler negativ. Wir sind weiterhin negativ, sowohl über die traditionelle als auch über die moderne Sichtweise in dem MACD. Wir befinden uns bereits im überverkauften Bereich, allerdings noch nicht mit einer Stabilisierung. Warten Sie drauf, bis das Ding hier über 20 geht. Wenn Sie das ein bisschen näher haben wollen, wechseln Sie ruhig mal um 4-Stunden-Chart. Da geht es natürlich ein bisschen schneller, dann müssen Sie mal schauen. Also ich gehe davon aus, dass dieser Bereich hier um die 200-Tage-Linie erstmal halten wird. Wir können im Extremfall runterfallen bis zur 11.956. Das können wir machen. Das war dieses Low hier im Juni. Das geht, aber ich sehe jetzt nicht, dass wir von hier aus nennenswert runtergehen. Von dem muss man ausgehen, aber da haben wir noch einiges Zeit, wenn wir die 11.600 nachhaltig unterbieten. Also ich gehe davon aus, dass wir jetzt immer mal wieder Gegenbewegungen kommen werden. Informieren Sie sich bitte auf jeden Fall, welcher der Werte, die Sie im Auge haben, wann Zahlen bringt. Denn wir sind hier voll in der Berichtssaison und die ist immer noch nicht fertig. Da kommt noch einiges auf uns zu. So, mal zu den Scheinen. Ich habe einen gefunden, dass der hier, der liegt also unterhalb von diesem Juni. Hier bei der Juni hier noch tiefer, unterhalb von diesen 11.950, das ist dieser hier. 11.886 hat im Moment einen relativ hohen Hebel von rund 26, aber ich möchte im Moment eigentlich nicht näher dran gehen. Das ist von Goldman Sachs die Kennnummer Gustav Cäsar 6 UES, GC6 UES. Die Hardcore-Trader unter euch, die können, wenn wir hier über die 4-Stunden-Basis bessere Signale bekommen, natürlich unter die 200-Tage-Linie gehen.
dann wären wir so bei 12.200, liegt die. Da könnte man so einen Schein nehmen, 12.150 werde ich mir mit Sicherheit auch mal anschauen, aber ist natürlich der Hebel dementsprechend größer. Gucken wir mal nach dem Put. Und den Put, den muss ich nicht bis hier oben hinlegen, das ist zu weit. Den würde ich hier hinlegen. Wir haben hier 1, 2, 3 Bereiche gehabt, wo wir bei 12.951 lagen. Also ich glaube, ein 13.000er reicht. Ich nehme mal hier die Volatilität ein bisschen runter. Hier, sowas. 13.015 oder den hier. 13.010,94 ist im Moment ein 20er Hebel. Das ist von Goldman die Kennnummer GC9LZ8. GC9LZ8. Das wäre also der Put, der dann hier drüber liegt. Ich muss nicht die ganze Spanne nehmen. Gut, ich wünsche euch ein Happy Trading. Ich schaue mal, dass ich den Markt reinkomme. Ich freue mich auf die, die morgen von euch kommen und wünsche euch noch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.